Zitat, was das, was den Journalismus betrifft, beginnen mit einem längeren Zitat und ein Zitat, aus dem deutlich wird, wie ein Journalist selber sein eigenes Tun einschätzt. Bis zum heutigen Tag, so heißt es dort, gibt es so etwas wie eine unabhängige Presse in der Weltgeschichte nicht. Ich werde jede Woche dafür bezahlt, meine ehrliche Meinung aus der Zeitung herauszuhalten, bei der ich angestellt bin. Wenn ich meine ehrliche Meinung in einer Ausgabe meiner Zeitung veröffentlichen würde, wäre ich meine Stellung innerhalb von 24 Stunden los. Es ist das Geschäft des Journalismus, die Wahrheit zu zerstören, unumwunden zu lügen, zu pervertieren, zu verleumden, die Füße des Mammons zu lecken und das Land zu verkaufen für ihr täglich Brot. Wir sind die Werkzeuge und Vasallen der reichen Männer hinter der Szene. Wir sind intellektuelle Prostituierte. Dieses Zitat stammt von John Swinton, den muss man nicht kennen. Er war Chefredakteur der New York Times und hat diesen Satz 1880 anlässlich der Feier zu seiner Verabschiedung formuliert. Wichtig ist, dass es die Feier seiner Verabschiedung war. Vorher hat er genau das gemacht, worum es bei diesem Thema ging. Und wenn man sich das ansieht und das anhört, diesen Satz, dann weiß man, dass sich in der Zeit zwischen 1880, und das war ja schon damals ein Rückblick, und heute nicht so furchtbar viel geändert hat.